Hallihallöchen, willkommen zurück zu Sleeping Dogs. In der letzten Folge haben wir versucht, unser Ansehen auf Rang 4 zu erhöhen. Allerdings ist uns dies ein wenig gescheitert und wir haben nur 3,5 erreicht. Dies wollen wir nun nachholen und versuchen, so schnell wie möglich auf 4 zu kommen, damit wir dieses schicke Mr. Black Outfit anziehen können. Und dazu habe ich mir gedacht, dass wir am besten eine Mission machen werden. Das ist Mr. Chu's Rache, würde ich sagen. Wo ist denn die überhaupt hier? Sieht man die? Mr. Chu lässt. Da haben wir Mr. Chu's Rache. Dann fahren wir jetzt mal dahin mit unserem guten alten Polizeiauto. So, dann mal auf geht's, Leute. Ich hoffe, ihr hattet angenehme Feiertage und ein wunderschönes, erholsames Wochenende gehabt. Und natürlich, dass ihr nicht so stark ins Glas gesehen habt. Beziehungsweise nicht so stark gefeiert habt. Jo. Ich bin die ganze Zeit hin und her überlegen, ob ich mir das Mikrofon nun holen soll oder lieber doch erstmal mit dem Headset hier weitermache. Weil die Resonanz ist ja nicht gerade hoch zurzeit, leider. Ich wünschte, ich hätte mal eine anständige Community, die mir mal ein bisschen Anregungen, Tipps gibt oder was auch immer, so dass ich euch mal ein bisschen unterhalten kann und nicht nur mein eigenes Ding hier durchziehe die ganze Zeit. Aber vielleicht kommt das ja noch. Voila, das ist ganz kurz, weil ich die Frames eingebrochen. Ich liebe Fraps. Oh, einmal. Ey. Einmal da lang. Noch 800 Meter haben wir zu fahren. Ich hasse diese Gegend. Naja, wir haben es ja fast. Einmal da lang, da lang. Und da. Den da noch kurz anrammen. Und weiter geht's. Wunderbar. Aus dem Weg. Jo, ich hatte ein bisschen Auftragsstress gehabt, aber alles in trockenen Tüchern. Bin ja mal gespannt, was da Sache wird. Ja, ansonsten habe ich ein paar Aufnahmetests gemacht. Uppala, hätte ich mal ein bisschen aufpassen sollen. Da lang noch. Ein paar Aufnahmetests gemacht zum neuen Projekt. Jo, und muss sagen, es hat mir jetzt schon riesen Spaß gemacht. Aber mal schauen. Zeit wird's bringen. Und zack, sind wir schon da. Wunderbar. Eine trauernde Mutter. Ich glaube, das ist das Schlimmste überhaupt, was einer Mutter passieren kann. Mrs. Chu. I was just stopping by to see if there was anything you needed. I know it's no consolation, but I got a look at one of the gunmen from the wedding. Now I will find him, and I'll make him tell me who's responsible. E9. Die Chefin will sich höchstpersönlich rächen. Das kann böse ins Auge fallen. Ich glaube, eine erzürnte Mutter ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Definitiv. Ja, mein neues Lieblingswort. Definitiv. Ach ja, Ricky anrufen. Na ja, gut, rufen wir mal Ricky an. Vielleicht verrät uns ja Johnnys Nummer. Ricky, it's Way. Shit, Way. How you holding up? I got a lot of loose ends to clean up. I need an outsider for a couple things. You got Johnny Ratface's number? Johnny Ratface? Man, stay away from that lunatic. You give him a job, you're gonna have to steam clean your conscience when he's done. You know what I mean? Yeah, I know all about him. He's my man. I guess you know what you're doing. Ich denke, das schon dann. Aber okay. Da sieht man mal wieder mal, was uns die Technik alles bringt. Weil kein Rückzug aufgespürt wird. Und dies ist leider nicht nur im Spiel so der Fall, sondern es ist wirklich Realität mittlerweile, auch in Deutschland. So, wir sind ja fast da. Vorsichtig, vorsichtig. Ja, muss ich ein Stück fahren. Ich
guck mir auf das Gerät als irgendwo hin. Verdammt. Wo will ich das Teil denn hinlotsen jetzt? Das müssen wir ganz schnell nach links sein. Hey, hallo. Komm ab. Auf Wiedersehen. Bam, bin auf den Typen drauf. Ja, ja, unschuldig. Und auf geht's. Erneute Säcke. Das haben wir ja schon mal gehabt, Leute. Was hat denn am besten? Ja. Hey, is this Johnny? Yeah. War ganz schnell Trixie. A friend sent me to you. Works with a lot of movie stars, know what I mean? So I got a problem. He said you could help me. I'm busy. Wait, please. Look, I trade diamonds. Gottes, ja. My partner took off with all our stock. And by the time the cops look into it, he'll be halfway to Shep. Ich hab's noch nicht so ganz verstanden, wie das mit den Personen geht. Aber naja, mal schauen. Oh, jetzt müssen wir fahren. Ach, nur 300 Meter. Ist ja süß. Sind wir schon fast. Hoppala. Wenn ich nicht so ein Chaos verursachen würde, wären wir schon längst da. Ach, du Kacke. Verdammt. Da fahren wir jetzt da lang. Und dann rechts rum. Und da sind wir schon da. You lovely baby, I promise. Are you insane? Think of all the money we'll make. This is our future. You and me. Fuck you, asshole. I'm not taking off my clothes for you or anyone else. Okay? Asshole. Eventuell, mal gucken. Ich check aber lieber erstmal die Gegend, nicht dass wir irgendwas übersehen hier. Hoppala, was macht ein Cheng hier? Ja, machen wir doch gerne. Tschüss. Opa. War schon ein Mist. Nein. Aua. Nix da, Junge. Na? Was mach ich denn da für ein Mist? Klatsch ins Gesicht mit dir. Ja. Komm her, Junge. Du fliegst das. Oh, was war das denn das Schönes? Komm. Komm mal jemand her von euch. Komm mal ein bisschen. Du mal mit. Schön rein mit dir. Ja, badai. Das war's schon. So, ein bisschen enttäuscht. Und tschüss. Nix da. Wiedersehen. Noch einer? Das war's schon. Ach, der hätte schon einen Müller mal schmeißen. Na, vielleicht kommt ja noch jemand. Da blinkt doch was. Einmal erstmal beten. Cheng spinnt wieder rum. Acht von 15 Leute haben wir bereits. Geil. Guten Abend, Leute. So, du kommst da mit. Au. Oh. Da kommst du da rein. Na. Erst musst du dich mal anmelden hier. Du kommst erstmal gegen die Wand. Fuck you, ey. So. Was machst du mit dem Messer hier, ey? Was für ein Teil eigentlich? Ach so, ein Hochspannungsteil. Schade, hätte ich gerne verwendet. Naja. Ich mache lieber vorsichtig, dass wir ja nichts übersehen, Leute. Hier waren wir doch schon mal. Hier haben wir doch jemanden verfolgt wegen unserer Kohle. War das nicht hier? Au. Hey, you! Don't let him get me! Hey, mit der Waffe. Runter mit dir. Oh.
Wo ist der Blindsegel? Oha, wollte doch gar nicht Deckung verlieren. Auf Wiedersehen. Links, Alter, gib mir! Oh, ist hier noch jemand? Komm her. Nix da. Um ihn zu verletzen, okay. Kopfschuss. So, jetzt voranstürmen wir. Zackig, die Munition auf. Oh, 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 die rummeln auch mit, lieber. Komm her. Oh. Kommt er nicht weiter, schade. Na, wo sind die Jungs? Wow. Ist da noch eine linke Ratte? Guten Tag. So, ich muss mich kurz konzentrieren, Leute. Tut mir leid, ich jetzt nichts gesagt habe. Aber ich stimme, ihr wollt jetzt nicht um das in Down fehle. So, wo ist der Typ? Ist der? Wiedersehen, du linker Ratte. Jetzt bist du auch noch dran. Oh, auf Wiedersehen. Oh. Ah, komm her. So, die Tickung hat ja nichts gebracht, Kollege. So, hier rüber. Wow, wow. Jump, stirb. Ich denke mal, die ist besser. So, Deckung. Hey, Shen. Na gut, dann nehmen wir die Deckung, Shen. Wow. Wow, fuck it, ey. Ich war unkonzentriert. Das merken die sich nicht, ja? Was für eine Waffe, schöne Waffe, Schatte. Ah, ja, er macht mich auch so blöd. Nachladen, wo? Na, du linke Ratte, du. Oh. Deckung gehen, Kollege, nächstes Mal. Tschüss. Wiedersehen. Boah. Tschüss, auf Wiedersehen. Jetzt kommst du noch dran. Na, komm hoch, du feige Socke. Hopp, hopp, hopp. Komm. Bam! Ins Gesicht. Na? Jetzt aber. Ach, der Gegner getroffen. Ja. So, jetzt war schnell voran. Holen. Die Waffe hier. Wow. Aber wieso geht der hier nicht in Deckung? Verstehe ich nicht. Wow. Hallo? Warum schießt der nicht? Achso, weil ich vor der Wand noch war. Scheiße. Ja, ich muss vorsichtiger. Ich sag mal, ist vorsichtiger. Oh. Haha, jeha! Stirb doch. Schön runtergefallen. So alle Western-Style war das. Na dann, dich krieg ich auch. Du bist auch auf Wiedersehen. So, wo ist der nächste? Da, okay. So. Das war ein Riesenfehler von dir. Headshot!
müsste da oben noch eine linke Ratte sein. Ja, da ist er auch. Hier ist der geil geflogen. Coole Sache. Taktischen Licht. Kann ich jetzt Schaden Licht haben, oder? Aber irgendwie klappt das mit dem Licht nicht so wirklich. Naja. Halt, ich guck mal erstmal die Umgebung durch, ob ja nicht hier irgendwie ein Tresor ist oder so. Scheint nicht so zu sein. Sturmgewehr mit taktischem. Ja, das ist auch schon besser, aber auch mal lieber das. Na, kommt keiner. Ah, Video. Oh nein, Motorrad, verdammt, Leute, nein. See you later, motherfucker! Dann mal auf den tödlichen Stuhl fahren und schießen halten. Oh ne, auf den Motorrad doch schießen. Das muss jetzt sein. Na gut. Ey, geht gar mal so schlecht, ey. Wiedersehen. Wunderbar, jetzt der nächste. Hopp. Bam, 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 bam. Jetzt bist du noch dran, Kollege. Und tschüss. Jetzt bist du noch. Wunderbar. Jetzt bin ich noch einen von mir. Und den baller ich auch die Reifen weg. Na komm, lass mich lieber explodieren, oder? Ja, explodieren ist viel cooler. Haben wir es ja schon fast geschafft. Ja, Reifen weg und Explosion machen wir. Sollen wir erstmal Platz hier machen? Bam! Oh! Verdammt! War gerade so fasziniert von der Explosion. Das müssen wir mal Gas geben. Komm, Bike, gib Speed! Yes! Da-da-da-dam! Und reibt man wieder in die Action! Iha! Gefangen nehmen! Gut, mach mal! Bam! Und rüber da! Yeah! Und rein. Ha, das ging noch sauber. Ja. Schon jetzt zum Restaurant bringen. Who are you? What do you want? Ja, a friend of mine wants to serve you some noodles. What? You crazy? Look, man, I got powerful friends. Oh yeah? Who would that be? They gonna kill you. Tell me their names, so we can go see them right now. Oh, Alter, gleich halt die Klone. What are the odds they're gonna even admit they even know you? Fuck you! I'm not gonna tell you nothing. Well, you don't have to. Someone else will ask the questions. Well, fuck him too! Da lang, okay. Boah, ist das eine Kacke. Wie ist denn der so geheizt ihm damit? Naja, in Anführungszeichen geheizt. Wunderbar, ach, mach jetzt hier der Chefköt, der zukünftige. Oder bin ich schon der Chef? Ich bin eigentlich schon der Chef, gell? So, hier rüber. Noch 400 Meter. Ach, heul doch nicht rum, du Baby. Wollte ich noch eine Nucke geben? So, noch 200 Meter. Dann hätte man diese Mission fast souverän abgeschlossen. Nur fast, leider. Aber die schon wesentlich besser als früher. Und davon können wir uns direkt ein neues Auto wiederholen. Ja, ist optimal alles. Wunderbar. So, rein mit dir, Böschchen. Haha, Hackebein. Johnny the Ratface. Meet Mrs. Chu. Winston's mother. Osama! I don't know what this guy told you. Oh,
Definitiv, ey. Blick mal rund auf. Jo, Drian, gucken wir uns mal an, was haben wir denn Feines? Kontererholung. Hier holt sich noch einen gescheiterten Konter schneller. Machen wir das auf jeden Fall noch. Ach genau, die Schusswaffen. Das könnten wir auch mal machen. Gleich. So, was haben wir denn hier Feines, um den Ruf noch zu erhöhen? Ich weiß nicht, wie man da hinkommen soll. Ach, machen wir das da unten. Was ist das? Hochgeschwindigkeit. Naja, besser als gar nichts, würde ich mal sagen, Leute. Machen wir das noch. Und dann ist die Folge auch wieder vorbei. Schade, ich würde gerne länger machen, aber... Ihr wolltet 30 Minuten? Dann halte ich mich auch daran. Wo war jetzt nochmal... Da, Parkplatz. Komm, wir fahren mal Taxi. Taxi nehmen? Ja, auf jeden Fall. Nee, so unten. So wollte ich das nicht nehmen. Naja. Ach komm, hol mal jemanden mal weg mit dem Taxi. Und guck, was passiert. Geht keiner? Ach komm. Dann nicht. So, wunderbar. Aus dem Weg mit euch. Ja, kaum bin ich bei unfallfreier Fahrt wieder angelangt. Bums, fahre ich ihm gegen. Das ist aber typisch Drexy. Hier rüber und hier rein. Alles wunderbar. Macht Platz. So, wenn wir ein bisschen Spaß haben. Fahrer beschützen, der eh auf Drogen ist. Wieder. Wiedersehen. Du bist auch mal weg. Schöne Explosion. Und ah, boom, komm. Na gut, dann nicht. Haha, wie geil. Komm, schieß mir dich auch noch zusätzlich. Wiedersehen. Nix da bitte. Na, wo bleiben sie denn? Da kommt doch mal dichter. Meine. Kein Bock auf Pixels zu schießen hier. Hiha, wiedersehen. Tschüss. Komm her, Motorrad, hopp. Komm, hopp, 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 hopp. Hoppala, oh, oh, oh. Tschüss. Frage, wie komme ich denn von einer Seite um? So. Du bist direkt mal weg, Junge. Du bist mir nicht zu da. Du auch nicht? Ah, endlich mal wieder ein Fahrzeug. Da. Kein Überleben. Na kommt. Autostopp. Boah, ist der geflogen. Lay. Ja, letztes Motorrad würde ich sagen. Ja, ein Auto ist das. Also Motorradfahren wieder piss einfach. Das ist ja bisschen. Eigentlich kann man da eigentlich irgendwie verlieren? Das ist ja wohl. Sorry, aber das ist doch ein Witz. Kann ich mich voll entspannen hierbei. Muss immer was bringen. Irgendwie gepanzerte Fahrzeuge, Raketenwerfer oder so. Das wäre mal geil. Nix da, Junge. Du verputzelst dein eigenes Fahrzeug. Tschüss, Motorrad und nächste Motorrad und nächste Motorrad. Ey, das ist doch mal eine Treffer-Serie hier. Ja? Du muckst hier nicht auf. Wiedersehen. Bam, du explodierst. Ah,
Fuck. Ey, das ist doch wirklich eine Kuppe, ey. Auf dem Dach gelandet, Digga. Wiedersehen. Das war's schon. Wieder. Scheint so. Jo. Und der schläft noch? Jojo. Wie immer. Und fährt beinahe einen Platz. So, bis zum nächsten Mal, Kollege. Interessant, wie schnell sich Shen wieder umzieht. Ich glaube, das würde den Ruf erhöhen. So, machen wir jetzt einen Rückstoß noch. Action-Ausstieg, Rückstoßkompensator, wir können es halt beziehen, werden wir bewaffnet. Na, holen wir lieber das. Tap. Was ist das? Betrug lohnt sich nicht, Teil 3. Ja, das machen wir. Können wir wieder Autos kaputt machen. Oh, was blinkt denn da Feines? Ein nettes Kistchen. Machen wir es mal auf, mit Schloss sogar wieder. Bisschen interessanter. Aber, sorry, ich vermisse ein bisschen die Sachen, dass man halt was falsch machen kann oder so. Also irgendwie kann ich hier tausendmal durchdrehen, das Rad, und es passiert nichts. Irgendwie so Zeitlimit oder so. Einfach eine Herausforderung fehlt, finde ich. Und das war's schon wieder. Ach, ne, oder? Das darf nicht wahr sein. Ich habe gedacht, ich hätte alle. Es kommen neue dazu. Na, du kommst damit wagen. Ey, du sollst einsteigen. Ist eh viel zu klein der Wagen für dich. Ja, ja, bla bla bla. Was willst du von mir? Heulmecker. Na gut, ich würde auch meckern, wenn mir jemand das Fahrzeug unterm Hintern wegklauen würde. Darum ist es ja auch üblich in den USA, die Fahrzeuge zuzumachen bei der Fahrt. Wusstest du das schon? Dass du die Knöpfe runtermachst? Ja, ja. Mein Ruf ereilt mir voraus, scheinbar. Way! Way! Die besieht ja immer wieder was, ja? What do you want? I got cheated again. No Break Cho was losing to me, but he had a friend run me off the road. Natürlich, helfe ich dir. I was driving a big truck. He almost killed me. Will you help me? Someone needs to straighten him out. Again. Irgendwo ist mal gut langsam. You sure you didn't just lose? I swear. Okay. Okay. So, dann beeilen wir uns mal. Obwohl, ja, beeilen. 3 Minuten. Ja, gut, 2 Minuten. Einmal rechts rum. Wunderbar. Dann fahren wir hier mal überall durch. Ist doch Stuppe. Wir sind ja schon fast da, oder? Hoho, easy. Also Stadtcruisen macht auf jeden Fall schon Laune, finde ich. Boah, 1,5 Kilometer noch. Nein! War zwar ein schöner Stunt, aber war nicht so wirklich geplant. Besonders nicht, wenn die Zeit so knapp ist. 1 Kilometer und 1 Minute? Mit knapp. Ich frag mich gerade. Ist das überhaupt realistisch? 1 Minute, 1 Kilometer? Könnte man das schaffen im echten Leben? Ja, ich denke schon, oder? Was meint ihr? Schreibt's mal in die Kommentare. Ist dies möglich ohne Probleme? Ohne jetzt die Verkehr, sozusagen das Gesetz zu überschreiten? Komm, Gas, Junge, Gas. Hat eine lange Mühle. Boah, ich darf keinen Fehler mehr machen. Oh shit, hab schon Fehler gebaut. Verdammt. Ah, da lang. Komm, beeil dich. Wie war das mit der Herausforderung? Jetzt hab ich sie. Und links rum, ganz schnell, Trixie.
30 Sekunden habe ich noch für 200 Meter. Ja, passt aber. Knapp, aber es passt. Wow. Das war echt. Puh. 30 Sekunden hätten wir noch gehabt. Nee, oder? Nein! Jetzt bin ich 30 Meter davor und. Boah, komm, Drecksi, gib Gas. Nein! Verdammte Mist, ey. Ach, Kacke. Komm, lauf aus. Verdammt. Ja, noch einmal. So muss noch einmal. Vielleicht ist die Karre ja ein bisschen schneller. Ich habe nicht, was das bringt, diese Brechstange. Hm. Ach komm, lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe einfach. Danke. So, schneller, komm. Trixi, diesmal packst du es. Na. So schaffe ich es nicht. So. Ballach rüber. Rüber gelb, das geht ja noch. Jetzt da links um. Jetzt müssen wir auf diese komische Brücke wieder fahren. Das dürfen wir diesmal nicht verraffen. Na, sauber, hat doch geklappt. Ich glaube, wir liegen sogar besser in der Zeit als vorher, oder? Ich bin jetzt nicht sicher, aber ich meine. Ich fahre hierher. Eigentlich hätte ich da links gemusst, wie es aussieht. Aber naja. Na, schaffen wir es diesmal einen neuen Rekord? Also nicht. Ah, 800 Meter, Minute. Ah, sieht besser aus, definitiv. Wunderbar. Ja, passt. Da lang. Lass mich in Ruhe. Bloß keine Polizei jetzt oder sowas. Das wäre. Oh nein. Das wäre ja ultra bescheiden. Verdammt. Ich bin wieder falsch gefahren. Kommt mal irgendwie rüber hier. Na, super. Schaffen wir wieder nicht. Ah, verdammt. Oder? Ah, mal gucken. Aber ich bezweifle es. Ja, klappt nicht. Verdammt. Ja, was ist denn für ein Navi? Er springt wieder um und dann. Ah. Naja, komm, Leute, das bringt nichts. Ich bin dann auf Zeitdruck, ich rufe die Uhren die ganze Zeit, schon 34 Minuten vergangen. Das machen wir, denke ich, mal am besten nächste Folge. Das bringt nichts. Mission abbrechen. Ja. Naja, Leute. Was haben wir jetzt? Loses Ende, Drogenratze, Midtown. Okay, machen wir nächstes Mal lose Enden. Oder wir versuchen es wirklich erstmal auf Rang 4 zu kommen. Obwohl, was können wir uns eigentlich anziehen? Das möchte ich jetzt noch wissen. Eigene Auto. Ach, ich hab ja keine Auto. Standard-Outfits. Was bringt uns das überhaupt? Das hilft keine. Ich möchte. Ey, Mensch. Ich möchte das hier tragen, verdammt. Naja. Okay, Leute. Dann wünsche ich euch einen angenehmen Abend. Bis dann, euer Trixi.